So, hi, schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Empfehlungsvideo, in dem sich alles um ja, die größten Schwergewichte für zwei Spieler dreht. Was sind also die Spiele für zwei Personen, die eben wirklich richtig ins Eingemachte gehen, die eben wirklich aufwendig sind, die komplex sind, die tiefgehend sind, die lang sind. Also nicht solche kleinen Spiele wie irgendwie Seven Wonders Duel oder Tagi oder sowas. Das sind ja wirklich eher Leichtgewichte, sondern die Spiele, die schon wirklich Einarbeitungszeit erfordern, die eben strategisch wirklich tiefgehend sind. Und ja, da habe ich mir eben rausgesucht, was es alles so gibt. Teilweise Spiele, die ich natürlich selbst schon gespielt habe. Einige Spiele, die ich nur kenne, die ich aber selbst nicht gespielt habe, die aber auf jeden Fall bei dem Thema auch auf die Liste gehören. Und ich habe das Ganze nach BGG Komplexitätsranking eingeteilt. Man kann auf BoardGameGeek hier immer voten, was man denkt, wie komplex so ein Spiel ist. Das geht halt von 5 bis irgendwie ja, 0 quasi. Wobei 5 eben wirklich das Oberste ist. Das ist dann richtig hardcore komplex. Und da habe ich immer so Bereiche gemacht, 4,5 bis 5, 4 bis 4,5, damit man das ein bisschen einordnen kann. Und beziehungsweise habe die Spiele aus dem Bereich genommen und dann eben entsprechend vorgestellt. Und dieses Video ist ein Patreon-Voting-Video. Das heißt, alle Leute, die mich auf Patreon ab 2 Dollar unterstützen, können in so eine Facebook-Gruppe kommen, können sich da jeden Monat ein Thema aussuchen, worüber dann abgestimmt wird. Also jeder kann seinen Vorschlag in eine Liste eintragen, die Leute stimmen darüber ab. Und das Thema, das dann die meisten Stimmen bekommt, da mache ich immer im nächsten Monat ein Video zu. Das ist jetzt das erste Video. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, könnt ihr das gerne tun. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist unten in der Beschreibung auf Patreon zu klicken, eben Supporter zu werden und dann kann man da eben mitmachen. Das ist vor allen Dingen auch deswegen gedacht, um den Kanal noch ein bisschen interaktiver zu machen, um halt meinen Supportern auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen eben Einfluss auf das Kanalgeschehen zu haben. Und das kommt bisher sehr gut an und ich werde mir da sicher noch mehr Dinge in nächster Zeit überlegen. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum eigentlichen Thema, zu den Spielen. Und zwar fangen wir mit den Spielen, die so eben beim BoardGameGeek Ranking zwischen 5 und 4,5 liegen, an. So, und das erste Spiel aus diesem Bereich ist Advanced Squad Leader. Das kennen sicher viele, die sich in der Spielewelt auskennen, zumindest dem Namen nach, ne? ASL, das taucht immer mal wieder auf. Ich glaube, sehr viele Leute werden es noch nicht gespielt haben, weil das ist auch so ein Ding, man spielt entweder das Spiel oder ein anderes. Das ist so eine Zweiter Weltkriegs-Militär-Konflikt-Simulation und das Regelwerk ist halt super krass, das hat halt Regeln für alles. Wie die Panzer fahren, dass man die Türme drehen kann, dass nachts die Einheiten durch die Gegend laufen und Panik bekommen und durch die Gegend schießen oder dass man irgendwelche feindlichen Einheiten gefangen nehmen kann, dann befragen kann und da irgendwie Informationen herkriegen kann. Und das ist wirklich ein riesen Ding. Das ist auch so schwer erhältlich, also man kann es noch bekommen, teilweise auch zum moderaten Preis, aber das ist wirklich ein Teil, da muss man sich reinarbeiten. Und was interessant sein soll, also ich habe es gesagt noch nicht ansatzweise mal selbst gespielt, aber die Szenarien, die man dann spielt, die sind immer eigentlich relativ klein und überschaubar. Und die sind auch so in 2 bis 3 Stunden spielbar. Man braucht auch nicht immer alles komplett an Regeln. Aber wie gesagt, es gibt schon wirklich viele Regeln, viele Szenarien, viele Module. Die Leute, die das Spiel kennen und sich da eingearbeitet haben, die lieben es und sagen teilweise, es ist das großartigste Spiel ever. Es ist natürlich ein bisschen abstrakt. Die Karten haben so Hexfelder, haben so Untergründe. Die sind jetzt halt auch auf dem Niveau vom ja, 85er Design. Und dementsprechend gibt es auch keine Miniaturen oder so. Alle Einheiten werden mit Pappmarkern dargestellt. Aber ja, wenn ihr halt auf solche Konfliktsimulationsspiele steht und da eben das Ding haben wollt, dann lohnt sich Advanced Squad Leader auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass die allermeisten Leute dieses Spiel niemals spielen werden, weil das eben wirklich eine Hausnummer ist und da muss man wirklich viel Zeit rein investieren. Auch jemanden haben, der das mit einem spielt, weil ich glaube, man kann das sogar solo spielen, aber alle sagen, zu zweit ist es natürlich am besten, eben im direkten Konflikt. Und ja, ein Monster-Ding, das eben, glaube ich, auch mit am höchsten im Komplexitätsrating auf BoardGameGeek ist. Und wenn man mal in diese Bandbreite guckt, zwischen 4,5 und 5, dann findet man da auch im Zweispielerbereich fast nur Wargames, also solche Konfliktsimulationen. Die haben es eben an sich, dass die teilweise viele Regeln haben für alle Einheiten, für die Bewegungen, für was man da so machen kann. Eben deutlich mehr als ein normales Spiel, weil es eben auch viel mehr Einheiten gibt. Und wenn ihr so eine Art von Spiel generell mögt und es vielleicht nicht ganz so krass groß und teuer haben wollt wie bei Advanced Squad Leader, dann könnt ihr da auch nochmal reingucken. Da gibt es eben noch viele andere Spiele, da kann ich auch nicht wirklich eine Liste zu machen, weil da kenne ich mich faktisch nicht wirklich aus in dem Bereich.
aber da wird einem wirklich viel geboten. Auch wenn ihr Solo-Spiele spielt und mit diesem Weltkriegsthema was anfangen könnt oder auch Vietnam oder so, dann guckt euch mal die Wargames an. Da gibt es eben wirklich extrem viel. Es würden auch noch weitere Spiele aus dem Bereich auftauchen, aber ich glaube, die meisten von euch können mit dieser Art von Spielen nicht so viel anfangen oder haben da noch keine Berührungspunkte mit. Deswegen habe ich die im folgenden Male rausgelassen, aber wie gesagt, da gibt es wirklich eine Menge und die sind eben, wenn man das Thema mag und sich darauf einlassen kann, auch echt gut, können dann lange beschäftigen, haben einen hohen Wiederspielwert und ja, sind von daher auf jeden Fall auch eine mögliche Empfehlung. So, das nächste Spiel aus dieser Bandbreite dürfte, glaube ich, schon deutlich mehr Leute ansprechen. Arkwright, das ist so ein klassisches Eurogame, wirklich ein Hardcore-Eurogame, wenn man sich das Spielbrett anguckt. Das sieht echt knochentrocken aus, aber es soll wirklich gut sein, wenn man sich da reinarbeiten möchte. Es gibt so eine Anfangsversion davon, die dauert so 2 Stunden. Die Hardcore-Version soll dann eher Richtung 3 bis 4 Stunden gehen, wobei das in der Praxis dann nochmal Richtung 4, 5, 6 Stunden geht. Und prinzipiell spielen wir halt Fabrikbesitzer oder so also industriell im England im späten 18. Jahrhundert und wir haben halt 4 Fabriken und wollen am Ende ja das meiste Geld haben. Also die Fabriken sollen am meisten wert sein, beziehungsweise wir wollen halt den möglichst teuersten Anteil an diesen Fabriken haben. Und es gibt eben vielfältige Aktionen, die man machen kann, wobei man, glaube ich, pro Runde immer nur so 4 machen kann. Also muss man sich auch wirklich genau entscheiden, was man macht. Das ist aber trotzdem so tiefgehend, dass das Spiel scheinbar wirklich lange dauert. Und man kann eben, also man muss erstmal Arbeiter einstellen, die können dann Güter produzieren, dann kann man die Qualität der Güter produzieren, man kann seine Fabriken effizienter machen, indem man die Arbeiter durch Maschinen ersetzt, man kann eben auch wieder ein bisschen, glaube ich, Werbung für die Güter machen, man kann dann auch in Kolonien verkaufen und so weiter und so fort. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das Spiel ist eben auch ein Spiel voller Entscheidung und auch wieder sehr interaktiv. Man muss halt gucken, man kann entweder versuchen, alle 4 Fabriken gut zu verbessern und in allen Märkten aktiv zu sein, um auf allen Märkten handeln zu können, um auch seinen Mitspielern gewisse Märkte nicht zu überlassen, damit die da eben keine Monopolstellung haben. Man kann aber auch immer sagen, okay, in den beiden Bereichen, mit den beiden Fabriken, die und die Güter herstellen, da habe ich keine Chance mehr. Ich konzentriere mich lieber auf 2 Fabriken und verbessere die dann viel mehr und viel besser als Leute, die auf mehr Fabriken gehen. Oder dass man eben wirklich so auf die mehr darauf geht, dass man mit Kolonien handeln kann. Da muss man eben auch immer Aktionen rein investieren. Und wie gesagt, die Zahl der Aktionen ist immer sehr begrenzt, deswegen muss man sich schon immer sehr genau dafür entscheiden, was man so machen kann. Es gibt dann so verschiedene Aktionsfelder, auf die man eben seine Worker setzen kann, wo man dann eben irgendwelche Fabriken oder neue Arbeiter kaufen kann. Da kommt es eben auch immer darauf an, wie viel man dafür dann bezahlt, beziehungsweise auf welches Feld man geht, wo man mehr bezahlen kann. Und dann bekommt man eben auch mehr Output dafür. Man kann diese Worker, die man auf diese Felder setzen kann, noch verbessern, dass sie also effizienter werden. Und ja, da scheint man ganz viele tolle Synergieeffekte basteln zu können und so eine Engine zum Laufen zu bekommen. Das ist ja was, das wirklich viele Leute anspricht, was auch das Schöne an Eurogames ist. Halt nur wirklich auf einem krass komplexen Level scheinbar. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ein Kumpel hat das. Ich denke, wir werden uns das auf jeden Fall mal angucken, weil ich habe auch gerade in letzter Zeit wieder so ein paar Eurogames gespielt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist schon cool, das macht schon Spaß. Also so Three Kingdoms Redux oder Yokohama. Und ich bin mal gespannt, wie das denn wird, ob das wirklich so knochentrocken ist, wie es aussieht, ob es wirklich engaging ist, ob man sagt, okay, cool, will ich spielen. Und es soll zu viert am besten sein, aber auch zu zweit laut BoardGameGeek sehr gut funktionieren. Daher, wenn ihr wirklich so das Hardcore-Euro-Strategiespiel sucht, dann guckt euch Arkwright mal an. Das ist auch nicht so wirklich billig, also das hat auch schon echt einen stolzen Preis. Ich habe mal geguckt auf Amazon, gerade für 100 Euro. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ausverkauft ist oder ob der reguläre Verkaufspreis so hoch ist. Kann ich mir schon vorstellen, weil es ein großes Spiel vom kleinen Verlag ist. Auch ein deutsches Spiel, trotz des Namens, zumindest vom deutschen Autor. Und ja, also das könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr so wirklich den Hardcore-Euro-Strategie-Knaller haben wollt. Der hat auch gute Bewertungen bekommen, aber noch relativ wenige, weil da haben sich halt wenig Leute bisher rangewagt. So, dann in dem Bereich ist Im Wandel der Zeiten das erste Spiel von Vlada Schwarti. Da gibt es jetzt auch eine Neuauflage von. Und das ist ein Zivilisationsaufbauspiel, wo man seine Zivilisation entwickelt, aber auf einem sehr abstrakten Level, weil es gibt keine Karte, auf der man sich irgendwie hin und her bewegt und Eroberungen machen kann, wie beim Sid Meier Civilization Brettspiel, sondern es geht wirklich darum, man konkurriert bei Siegpunkten miteinander. Man kann zwar auch so kriegerische Auseinandersetzungen machen, da werden aber nur Militärstärken miteinander verglichen. Und das ist auch so ein Spiel, wo man auch so seine
Maschine zum Laufen bekommen muss und man halt Anfangsgebäude hat, dann muss man so Ideenpunkte sammeln, um dann die Idee zu haben, wie man seine Landwirtschaft verbessern kann. Wenn man das hat und sich geholt hat und ausspielen kann, dann kann man halt dann auch rein investieren, um eben auch wirklich die Gebäude oder die Farmen, Minen und so weiter dann zu bauen, um eben bessere Rohstoffe zu produzieren. Man kann so Anführer haben und das ist schon ganz cool, weil man die ganze Zeit am Ressourcenmanagen ist. Man braucht halt Nahrung für Arbeiter, um dann mehr Gebäude bauen zu können. Dafür braucht man wieder Ressourcen. Dafür braucht man irgendwelche Karten aus der Kartenreihe, die da ausliegt. Das ist auch so der Kernmechanismus des Spiels. Es gibt halt Karten für alles, also Karten, die so die Kulturpunkte erhöhen, was ein bisschen die Siegpunkte sind, die eben die Farben verbessern, die einem irgendwelche Aktionen geben, Weltwundern, die man bauen kann. Und die liegen halt in so einer Kartenreihe aus. Und wenn man zu zweit spielt, dann liegen da, glaube ich, 13 Karten oder so. Und wenn ich halt dran bin, werden die ersten drei Karten entfernt, nachgeschoben und dann kommen wieder drei neue Karten ins Spiel. Dann ist mein Zug fertig. Ne, dann kommen wieder die drei Karten raus, plus Karten, die ich vielleicht gekauft habe. Da ist ein Mitspieler dran und wenn ich wieder dran bin, passiert das wieder. Also der Kartenfluss ist wirklich schnell, das heißt, man muss mal gucken. Karten, die vorne liegen, sind billig, Karten, die hinten liegen, sind teurer, kosten einen mehr Aktionen. Und da muss man, das ist wirklich so ein bisschen der Trick bei dem Spiel, dass man mit zunehmender Spielerfahrung lernt, wann macht es Sinn, für die Karte, die da hinten kommt, mehr Aktionen auszugeben, damit ich sie überhaupt kaufen kann, eine Chance darauf habe und wann eben nicht. Und das ist, wenn man es einmal kann, auch gar nicht so super kompliziert. Ich habe das vorgestern mit Karl versucht zu spielen. Ich habe das vor 10 Jahren schon mal gespielt. Da war ich da auch relativ gut drin. Also ich war nicht gut da drin, aber ich hatte den Spielfluss einigermaßen drauf. Wir haben das jetzt einfach mal so gespielt und wollten so beim Spielen das Ganze lernen. Das hat nicht wirklich geklappt. Also da muss man sich wirklich hinsetzen, das Ding lernen. Und dann, wenn man es einmal kann, ist es gar nicht so schwer. Aber es ist schon wirklich eine Menge Kram. Es gibt Militäraktionen, Konflikte, Taktiken, die man spielen kann, seine Firmen ausspielen, Firmen verbessern, Revolutionen ausrufen, Staatsform wechseln und, und. Aber wenn ihr generell das Thema Ziv-Spiele mögt und eben auch wirklich coole, anspruchsvolle Zwei-Personen-Spiele sucht, darum geht es ja hier, dann ist im Wandel der Zeiten, denke ich, auf jeden Fall ein Highlight. Es gibt dann noch Nations. Nations ist so ein bisschen der Nachfolger vom normalen Wandel der Zeiten, also der Vorläufer von dem jetzt. Das fand ich gefühlt aus der Erinnerung beim Spielen runder und netter. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Aber es hat nicht ganz ein hohes Ranking wie im Wandel der Zeiten. Und ja, ist super beliebt. Ich werde mich da, denke ich, in nächster Zeit auch nochmal ranwagen, weil ich glaube, wenn man das erstmal drauf hat, ist es ganz cool. Aber man braucht definitiv ein paar Einführungspartien zum Lernen. Ja, dann bietet es einem, glaube ich, wirklich viel. Und ist auch ein Spiel, das man dann immer wieder und wieder spielen will, weil man einfach besser darin wird. Und ja, guckt es euch einfach mal an. So, dann führt natürlich kein Weg an Mage Knight vorbei, auch von Vlada Schwarti, der gleiche, der Mann der Zeiten gemacht hat. Das ist so ein Abenteuerspiel, wo man so eine Karte hat, wo man seinen Charakter durch die Gegend bewegen, mit irgendwelchen Gegnern kämpfen kann, irgendwelche Missionen erfüllen muss, am Ende irgendwelche Städte oder Burgen oder sowas erobern muss. Und man hat halt so einen Charakter, der aus so einem Kartendeck besteht. Das Kartendeck ermöglicht einem verschiedene Aktionen, laufen, sich heilen, angreifen und so weiter. Und dieses Kartendeck macht im Prinzip den eigenen Charakter aus. Man kann immer so bestimmte Karten ziehen, je nachdem, wie hoch gerade das Handkartendeck ist, kann man damit dann halt bestimmte Aktionen machen und muss damit eben gucken, wie man sich so die Landschaft bewegt, wie man die Ziele erfüllt. Man kann das Spiel solo spielen, man kann es kooperativ spielen, man kann es gegeneinander spielen. Ich glaube, es gibt da 10, 12 verschiedene Szenarien drin. Und das ist wirklich vom Komplexitätsrating, würde ich sagen, ziemlich hoch. Also ich weiß, es ist mittlerweile eine aktualisierte Version. Ich habe das halt, als es rausgekommen ist, 4, 5 Mal gespielt. Und es hat eben 2 Regelbücher, die wirklich krass lang sind. Und es ist auch nicht so, dass das eine das Einführungsregelbuch ist und das andere das Referenzhandbuch. Eigentlich ist es so gedacht, aber es stehen halt manche Regeln nicht in dem einen Buch drin, manche fehlen in dem anderen. Man muss halt immer ständig hin und her gucken. Und das ist wirklich ein Akt, das zu lernen. Also bis ihr das wirklich regelsicher 100% drauf habt, vergehen locker 5, 6, 7 Partien, würde ich sagen. Und das sind auch Partien, wo man immer wieder in den Regeln nachlesen muss. Wenn man es dann kann, macht es Sinn, das ist natürlich klar. Aber es gibt eben immer wieder viele Situationen, wo man fragt, okay, wie ist es jetzt, wenn ich gegen Marodeure kämpfe? Wie ist es, wenn ich hier mein Ansehen verbessere? Wie ist es damit? Ist aber, wenn ihr euch auf BoardGameGeek umguckt, eines der beliebtesten Spiele, gerade im Solo-Bereich, aber auch zu zweit, man kann es auch mit noch mehr Leuten spielen. Mit noch mehr Leuten würde ich es aber nicht spielen, weil so eine Partie dauert schon 3-4 Stunden, wenn man es noch nicht so gut kann. Und das wird mit mehr Leuten nur noch krasser. Ich glaube, wenn es alle können, dann kann man es auch mal zu viert wagen, aber dann sollte man sich auch auf einen wirklich langen Spielabend einstellen. Ich persönlich würde auch, glaube ich, zu zweit immer die kooperative Variante bevorzugen. Aber wenn man sich battlen will zu zweit und so dieses Fantasy-Abenteuer, ich erschaffe mir einen Helden und verbessere den und bringe den immer wieder in neue Ausrichtungen, irgendwie cooler Kämpfer, cooler Zauberer, cooler was auch immer, dann ist Mage Knight auf jeden Fall auch ein Spiel, an dem kein Weg vorbeiführt.
So, und dann gehört auf jeden Fall diese Liste auch Food Chain Magnet rein. Dieses Spiel, das so unfassbar hässlich aussieht und so unfassbar gut ist. Das ist wirklich ein richtiger Knaller, finde ich. Weil das ist ein Hardcore-Euro-Game, wo man eben auch versucht, eine Burger-Kette und eine Fast-Food-Kette aufzubauen, Kunden zu beliefern, Werbung zu machen, Marketing, Leute dafür einzustellen. Das ist also wirklich komplex verzahnt. Und es hat kein Glück, null, absolut gar nicht. Es gibt halt eine Anfangskonfiguration, wo eben das Brett aufgebaut ist, weil das sieht auch jeder. Und dann gibt es wirklich nicht ein Funken Glück da drin. Es hängt alles von der eigenen Strategie ab. Und was das Schöne daran ist, es ist gleichzeitig hochgradig interaktiv. Man muss immer gucken, also man hat immer so verschiedene Phasen und am Anfang kann man halt erstmal seine ganzen Arbeiter, die man eingestellt hat, also eine Firmenhierarchie benutzen, um zum Beispiel neue Arbeiter einzustellen. Und dann muss man halt gucken, also wenn ich halt als Erster dran bin, dann muss ich halt zuerst offenbaren, was ich mache. Wenn ich dann Marketing-Trainee kaufe, der eben Marketing macht, weiß mein Gegner schon mal, der macht Marketing, sollte ich vielleicht auch machen. Weil wenn ich das nicht mache, dann kann der dann nächste Runde diesen Marketing-Trainee ausspielen, Werbung machen und dann in der übernächsten Runde Burger dahin liefern. Das kann ich dann noch nicht machen, das ist halt ein bisschen doof dann. Und das ist halt so diese krasse Interaktion. Aber wenn der so ein Price Manager kauft, der halt die Preise billiger macht, dass die Leute eher zu mir kommen, muss ich auch darauf reagieren, weil sonst ziehen mir die Kunden weg. Und das ist eben wirklich genial, finde ich. Ein glücksbefreites Eurogame, das trotzdem so ein krasses Maß an Interaktion hat. Ich kenne, glaube ich, wenig Spiele, die mehr Interaktion bieten als Food Chain Magnet. Und ich habe da mal so ein Run-Through von Rado gesehen. Das hat mich total überhaupt gar nicht angemacht, weil dieses Spielbrett sieht so unfassbar hässlich aus. Aber ich kann euch trotzdem nur empfehlen, guckt es euch an, das macht wirklich Spaß. Ist auch so ein bisschen StarCraft, vielleicht triggert das so ein paar Buttons bei einigen Leuten. Man hat so eine Bank, wo man halt immer Geld rausnimmt und wenn die gesprengt wird, dann wird die zweite Spielphase eingeleitet, dann kommt wieder neues Geld in die Bank und wenn die nochmal gesprengt wird, ist das Geld vorbei. Und da kann jeder Spieler am Anfang des Spiels Karten reinspielen, dass die Bank halt nur mit $100 aufgefüllt wird oder mit $300. Ne, dann kommt so die Gesamtsumme rein und wenn natürlich beide Leute $300 machen, hat man so ein langes, episches Spiel, wo man sich aufbauen kann, wie Protoss-Leute quasi. Und aber wenn jetzt einer so 100 reinspielt, der andere 200, dann wird der eine sich den Weg so ein bisschen offen halten und der andere hat seine Strategie wahrscheinlich schon darauf ausgerichtet, wenn er erfahren in dem Spiel ist, dass er den Gegner quasi niedersorgt. Dass er irgendwie ein, zwei Häuser hat, die er krass schnell beliefert und dann das Spiel zu Ende ist, bevor der andere sich aufgebaut hat. Weil es kann auch sein, dass ihr ein Spiel spielt und ihr verkauft irgendwie in den ersten 10 von 12 Runden nicht eine Sache. Und dann in den letzten beiden Runden ballert ihr raus und macht so viel Geld, dass ihr damit die Bank sprengt und dann das Spiel gewinnt. Also es gibt da wirklich unfassbar viele Möglichkeiten. Das Coole ist auch, man baut sich immer so ein Tech-Tree auf. Man kann sich so Leute einstellen, die Leute kann man dann trainieren, verbessern in verschiedene Richtungen. Manche Charaktere gibt es auch nur einmal, das heißt, die will man auch möglichst als Erste haben. Es gibt im richtigen Spiel dann so Achievements, die das Spiel auch nochmal brechen. Wenn ihr halt der Erste seid, der Burger verkauft, dann kriegt ihr später vor allem für jeden Burger ein bisschen mehr. Wenn die erste Seite Werbung macht, dann läuft eure Werbung unendlich und dann müsst ihr nicht neu bezahlen. Und da ist auch so ein Wettstreit drum, wer kriegt wann welches Achievement zuerst, weil das auch so den Spielfluss und die Ausrichtung des Spiels verbessert. Und da denkt man sich auch in jeder Partie, wow, beim nächsten Mal mache ich das ganz anders. Hat auch oftmals am Anfang der Runde irgendwelche Pläne, wie man das machen möchte. Und am Ende der Runde denkt man sich, wow, jetzt habe ich das gemacht, das ist auch cool, aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Und gerade im Zwei-Personen-Spiel kann es eben auch wirklich sein, weil es eben so wirklich abstrakt und glücksbefreit ist, dass man irgendwann merkt, okay, ich bin wirklich krass hinten ran, ich habe so viele Fehler gemacht, wir hören auf, ich gebe auf und wir fangen nochmal von vorne an. Das sollte man dann auch machen, weil es kein Spaß ist, dieses Spiel wirklich bis zum Ende durchspielen zu müssen. Deswegen ist eben auch gerade in der Lernphase, glaube ich, zu zweit besser ist, weil dann kann man das einfach machen. Zu dritt ist es, glaube ich, noch besser, weil noch mehr Interaktion reinkommt. Aber wenn dann einer hinten an ist, dann ja, guckt er halt wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde sogar nur zu. Das ist nicht ganz so schön. Aber das Ding ist auch wirklich echt ein Knaller. Ist gerade relativ schwer zu bekommen. Es soll Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eine Neuauflage geben. Und guckt euch alle anderen Rezensionen auf YouTube an, sei es Hunter & Chrome, Victoria Pater Spiele. Alle finden dieses Spiel geil und das absolut zu Recht. Ich hoffe auch, dass ich da noch deutlich mehr Partien von spielen kann. Man kann es sogar online spielen. Und Food Chain Magnet solltet ihr euch, wenn ihr halt auch wirklich zwei Personen Schwergewichte steht, auf jeden Fall angucken. So, dann ein anderes Schwergewicht für zwei Personen und zwar wörtlich. Das Ding wiegt auch 6, 7, 8, 9, 10 Kilo, je nachdem wie viel Erweiterung man hat. Kingdom Death Monster, da werde ich nur kurz von erzählen, weil das ist eben wirklich nur über Kickstarter zu bekommen gerade und dann, wenn es ausgeliefert wird, wahrscheinlich auch wieder über die Homepage. Auch ein Spiel, das zu zweit auch mit am besten ist. Man kann es auch gut solo spielen, aber ich würde es eher zu zweit spielen. Ich glaube, wenn ihr meinen Kanal kennt, dann habt ihr davon schon gehört. Ansonsten nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Das ist im Prinzip auch so ein Abenteuerspiel, bei dem wir
so eine, ja, im Prinzip so eine Siedlung haben, wo halt so verschiedene Charaktere drin sind. Die können wir nach und nach erweitern, indem wir eben neu, also einfach ne, pimpern gehen und dann halt mehr Bevölkerung ranziehen. Wir haben so ein Tech-Tree, dass wir irgendwelche Innovations, irgendwelche neuen Ideen haben können. Wir gehen immer los und besiegen irgendwelche Monster, kriegen dafür dann Ressourcen, die wir dann craften können zu neuen Ausrüstungsgegenständen. So ein bisschen wie bei World of Warcraft, wo man dann halt so ein cooles Set hat mit so einem coolen Set-Bonus. Und dann wird man dadurch eben immer besser, kriegt immer coolere Eigenschaften. Die Charaktere entwickeln sich in ganz viele verschiedene Richtungen. Die können irgendwelche Kampffähigkeiten bekommen, die können irgendwelche Nachteile bekommen, weil die irgendwelche Ticks unterwegs bekommen. Die können sogar dauerhafte Verletzungen haben. Irgendwie ein Arm kann in dem Kampf abgerissen werden. Dann haben die halt weniger Stärke und dieser Arm fehlt. Wenn sie nochmal einen zweiten Arm verlieren, können sie nicht mehr kämpfen gehen. Und diese Bosskämpfe sind auch super cool, weil es gibt relativ viele verschiedene Gegner drin und auch dann so einen normalen Loot, quasi einen White Lion, den man jagen kann. Und das ist auch wie so ein World of Warcraft Bosskampf. Man muss lernen, wie der funktioniert, wie man am besten gegen ihn arbeitet, welche Ausrüstung man sich dafür holt, wie man taktisch vorgeht. Und das macht echt Spaß, das ist echt gut. Und das ist auch mehr als reines Würfeln, auch wenn das am Anfang so ein bisschen den Eindruck hat. Wobei vieles ausgewürfelt wird, wo viele Leute sagen, das ist ja doof, aber es hat eben gleichzeitig auch den Effekt, dass es auch wirklich epische Momente gibt, weil es gibt manchmal eine Karte, wo drauf steht, okay, wenn du jetzt hier eine 10 würfelst und dann würfelst du nochmal eine 10, dann ist der Gegner tot und bei allen von euch verbessert sich irgendein Wert. Das klappt meistens nicht, aber wenn es doch irgendwann mal durch Zufall klappt, ist halt wirklich so ein richtig epischer Moment, wo man sagt, boah, das war richtig geil. Und ja, also meiner Meinung nach ist es mit eines der besten Spiele, die es überhaupt jemals gibt. Und eigentlich ist es auch nicht so wirklich schwer von den Regeln. Es hat so ein umfangreiches Regelheft, aber wenn man das einmal drauf hat, dann geht das. Es wird eben auch dadurch komplex, dass man im Laufe der Kampagne entwickelt sich ja das Dorf immer weiter, die Charaktere entwickeln sich immer weiter, die Gegner können irgendwie immer mehr. Und es gibt auch viele Dinge, an die man einfach denken muss. Und da verliert man auch gerade alleine schnell den Überblick. Deswegen ist es wirklich gut, das auch zu zweit zu spielen, weil dann kriegt man die Komplexität des Ganzen auch auf jeden Fall gut geregelt. Und ja, ist teuer. Aber ihr habt damit auf Jahre hinweg Spaß, könnt es auch immer und immer wieder spielen, weil sich das immer wieder neu entwickelt oder in eine Richtung geht, andere Dinge passieren. Und ja, also das ist wirklich auch ein absolutes Highlight, aber teuer und schwer zu bekommen, aber lohnt sich absolut. Da kriege ich immer glühende, also leuchtende Augen von, wenn ich davon erzähle. Es ist wirklich echt super gut. So, und da es hier um die Kracher geht, kann ich euch auf jeden Fall auch Parks Renaissance empfehlen von Phil Eklund. Sierra Madre Games ist bestimmt auch vielen Begriff. Der macht immer Spiele, die von den Regeln her super krass sind, wo man, also ich habe jetzt, also ich habe das Spiel hier, ich habe selbst mich da noch nicht so ganz rangewagt, habe einmal versucht, die Anleitung zu ziehen, sagte so, wow, das ist krass. Das ist so, dass bei diesem Spiel alle Mechaniken, die da drin sind, irgendeine historische Bewandtnis haben. Wenn ihr euch das Regelbuch durchliest, dann ist das also echt klein geschrieben und viel zu lesen und mindestens ein Drittel der Seiten unten immer besteht aus Anmerkungen, aus so Fußnoten, wo halt gesagt wird, warum es diese Regel gibt, warum es diese Mechanik gibt, warum es diese Spielkarte gibt, warum es diese Figur gibt, was die für eine historische Bewandtnis hat, wie das miteinander verzahnt ist und spielt eben Zeitalter der Renaissance, wo man dann eben irgendwie, ja, versucht, ja, irgendwie, ich weiß nicht, Händler zu sein. Also es gibt halt verschiedene Siegbedingungen. Man heiratet sich in so Adelsfamilien ein, kann dadurch irgendwelche, ja, neuen Vorteile bekommen, versucht irgendwelche Handelsrouten zu befahren, versucht irgendwie mit Religion was zu machen. Und ich habe jetzt auch schon eben ein paar Videos gesehen, auch so Erklärvideos, wo Leute gesagt haben, okay, wir erklären jetzt, wie dieses Spiel grundsätzlich läuft. Wir haben so 5-6 Partien gespielt, wir haben selbst noch nicht alles verstanden. Leute, die es komplett schon durchdrungen haben und ein paar Mal gespielt haben, haben gesagt, es ist ein super krasses Spiel, weil es dauert, wenn man es kann, wirklich nur so eine Stunde, bietet einem aber das Spielgefühl, als hätte man so krass epische Entscheidungen gemacht, wie wenn man so ein 3-4 Stunden Spiel spielt und das eben komprimiert auf so eine kurze Zeit, aber das ist eben wirklich Arbeit, das zu lernen, ist dann aber so ein Spiel, das einem viel bietet, gerade weil diese 4 Siegbedingungen auch so komplett unterschiedlich sind, dass man immer wieder ja, neu sich ausrichten kann, aber es ist scheinbar auch so, was ich jetzt in einer Rezension gelesen habe, dass man immer wieder im Prinzip am Gucken ist, so die Karte will ich kaufen, was macht die, was bringt die mir, was können meine Gegner machen, was habe ich für einen Einfluss auf meine Gegner. Also kann auch ein bisschen in der Downtime ja, scheitern, aber da kommt es auch, glaube ich, wirklich sehr auf die Spielgruppe an, auf den Partner, mit dem man da spielt, soll eben zu zweit auch gut sein, aber das, also wenn ihr das gelernt habt und das wirklich könnt und vielleicht auch schon, vielleicht seid ihr heute schon 3-4 Mal gespielt haben, schreibt mir gerne einen Kommentar, das ist wirklich echt ein Knaller, aber wie gesagt, soll sich lohnen,
kommt halt auch mal drauf an, ob man das so mag oder nicht. Aber ja, und ich habe auch schon ganz oft von Amis gelesen, das Spiel fühlt sich an wie so eine Geschichtsstunde oder so ein Geschichtskurs an der Uni in europäischer Geschichte. Also das ist immer diesen Eklund-Spielen immer so. Und ja, könnt ihr vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Passt auf jeden Fall, glaube ich, wunderbar in diese Kategorie. So, und dann Roads and Boats, das ist auch sehr hoch gerankt auf BoardGameGeek. Ich werden wahrscheinlich sehr viele Leute von euch nicht kennen. Viele von euch kennen ja sicher die Kolonisten. Das würde eigentlich auch ganz gut hier reinpassen, weil das greift im Prinzip ein ähnliches Spielsystem auf. Wir haben halt auch in diesem Spiel, geht es primär darum, Waren zu produzieren, Güter irgendwo hinzubewegen. Ich habe das selber noch nicht gespielt. Ein Kumpel von mir, der auch nach dem, ich glaube, Kolonisten hat er selbst gar nicht gespielt und meine Videos geguckt und meinte, wow, das ist genau wie Roads and Boats, da ist er früher halt voll drauf abgegangen und meinte, das ist echt ein cooles Spiel, das sollten wir auch mal spielen. Ist eben auch schon ein bisschen älter, aber das macht im Prinzip genau das, was die Kolonisten auch macht. Ich bin mal sehr gespannt drauf, mich hat Kolonisten ja nicht so ganz überzeugt, weil das soll mir irgendwie zu viel und zu kompliziert, nur um der Kompliziertheit willen und auch so das Endgame war so sehr, also wenn ihr halt auf richtig krass komplexe Warentransport, Lager, was auch immer Spiele steht, dann guckt euch Kolonisten an. Aber als Alternative vielleicht auch mal Roads and Boats. Das gibt es, glaube ich, auch nur auf Englisch. Da kann ich aus eigener Spielerfahrung noch nicht so viel zu sagen. Aber hatte ich eben auf dem Schirm, weil mir wurde schon oft gesagt, guck es dir an, es ist gut. Bin ich mal gespannt drauf. Ich hoffe, es irgendwann in diesem Leben nochmal ausprobieren zu können. Das ist ja gerade so bei alten Spielen so, die kommen halt auch, haben eher selten die Chance, auf den Tisch zu kommen bei mir. Aber eben das oder die Kolonisten, wenn ihr wirklich so diese krassen Wirtschaftslager, ja, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, Spiele mögt. Ja, und das waren so alle Spiele aus diesem Ranking-Bereich. So, leider ist das Video schon ein bisschen länger geworden, deswegen werde ich versuchen, mich bei den anderen Spielen, die ich noch auf der Liste habe, die ich euch auch sehr gerne noch zeigen möchte, ein bisschen kürzer zu fassen. Und zwar das erste Spiel ist Twilight Struggle oder Gleichgewicht des Schreckens. Das war jahrelang auf Platz 1 bei BoardGameGeek, sprich es ist ein wirklich gutes Spiel, das extrem vielen Leuten gefällt, aber es ist ein Spiel, das man lernen muss. Man braucht einen Partner für, mit dem man das spielt, mit dem man es regelmäßig spielt, der das genauso gut kann wie man selbst, weil es ist so ein Card-Driven-Game. Man spielt den Kalten Krieg nach, einer spielt Russland, der andere spielt Amerika, die kämpfen halt nie wirklich direkt gegeneinander, sondern führen so Stellvertreterkriege, versuchen Einfluss zu bekommen in Asien, Europa, Südamerika und das Spiel läuft halt über Karten. Man kann so Ereignisse spielen, dass man irgendwie in West-Berlin auf einmal Einfluss bekommt oder dass man hier und da was machen kann und man muss eben, um das Spiel wirklich richtig gut strategisch spielen zu können, die Karten alle kennen. Es ist so in drei Epochen, so früher Kalter Krieg, mittlerer Kalter Krieg und später Kalter Krieg unterteilt und man muss eben in jeder Epoche wissen, was für Karten sind da, welche Karten könnte der Mitspieler potenziell noch haben, weil es bringt nichts, dass ich jetzt irgendwie ganz viele Aktionen oder Karten verschwende als USA, um halt Einfluss in Berlin aufzubauen, in Ostdeutschland quasi, nur weil dann der Russland-Spieler eine Karte spielen kann, die sagen kann, hier, entferne den ganzen Einfluss aus Berlin. Da muss man halt warten, bis die Karte raus war und das bringt so ein bisschen das ist halt quasi der strategische Aspekt daran, zum einen zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Es gibt immer so Wertungskarten, die man spielen kann. Dann werden bestimmte Regionen gewertet, wo es so Battleground-Countries gibt, die halt so besonders heiß umkämpft sind. Und da kriegt man halt Punkte für. Man kann den DEFCON-Level erhöhen, wenn man halt irgendwie versucht, irgendwo Putschversuche zu machen oder so, dann geht die Gefahrenstufe, die kurz vorm Atomkrieg ist, hoch. Wer einen Atomkrieg auslöst, hat das Spiel verloren. Ansonsten wandern die Punkte relativ zueinander immer hin und her. Und wenn eben das Spielende da ist, dann gewinnt einfach der, der gerade die meisten Punkte hat, also auf dessen Seite quasi der Punktemarker ist. Und das ist wirklich, also ich habe das auch, als es rausgekommen ist vor 10 Jahren, 7, 8, 9, 10 Mal gespielt, in der letzten Zeit leider gar nicht mehr. Aber es ist halt wirklich extrem gut. Aber man, also wenn ihr es das erste Mal spielt, dann macht ihr einfach irgendwas. Beim zweiten Mal habt ihr so grob eine Idee, aber ihr müsst wirklich die Karten kennen. Und das hat es keinen Sinn. Deswegen ist das auch nicht so ein Spiel, dass man mal eben einen Kumpel spielen kann oder so, da rausholen kann, irgendwie neu erklären kann. Das kann man schon. Aber um das halt wirklich auf dem Level zu spielen, wo es gut ist, braucht man ein paar Partien. Das ist nicht so eins von den Dingern, die man schon ab der ersten Partie richtig gut findet, wo man genau den Durchblick hat und dann in Partie 2 weiß, okay, jetzt mache ich das und das, dann läuft's. Sondern man muss sich da wirklich rein trainieren und üben und das Spiel kennenlernen. Aber dann, ne, Platz 1 auf BoardGameGeek für, ich weiß nicht, 4, 5, 6, 7 Jahre, zeigt
die Qualität dieses Spiels. Und ähnlich ist Wesen das Volk. Ich glaube, das ist sogar vom deutschen Autor. Da hat man auch, man spielt quasi Ostdeutschland gegen Westdeutschland. So die Zeit, wo halt ne, die Mauer noch stand. Und ja, hat auch einen ähnlichen Hintergedanken. Ist auch card-driven. Auch ein Spiel, das man lernen muss. Da kann man wirklich auch hardcore in der dritten Runde verlieren, wenn man nichts mehr machen kann. Wenn man nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Sprich, auch da braucht man viele Partien, um reinzukommen. Aber wenn man es dann kann, dann ist es wirklich ein spannungsgeladenes Spiel, wo man sich wirklich immer bekämpft und wo man immer nie genau weiß, oh, was passiert jetzt, wie geht das aus, wo man auch viel planen kann. Also wenn ihr auf solche Spiele mit historischem Aspekt steht, die eben auch wirklich tiefgehend sind, wo man aber eben wirklich auch einen festen Spielpartner braucht und das regelmäßig auf den Tisch kommen muss, dann sind Twilight Struggle und Wir sind das Volk auf jeden Fall richtig gut. Dann auf jeden Fall auch noch Star Wars Rebellion. Wenn ihr Star Wars mögt, führt da kein Spiel dran vorbei. Ich weiß noch gar nicht, warum das so hoch im Komplexitätsranking ist, weil das ist eigentlich nicht so kompliziert. Man hat eigentlich nicht wirklich viele Regeln, man kann nicht viele Aktionen machen. Da hat man halt relativ viele Möglichkeiten und muss halt mal genau abwägen, auch gerade als Imperium, ne, spiele ich jetzt irgendwie so Karten aus oder nutze ich meine Aktionen, um mich auf der Karte auszubreiten, also auf dem Spielplan. Und ja, aber wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Star Wars Fans seid, dann guckt euch Rebellion an. Das ist das Star Wars Spiel schlechthin. Dann auf jeden Fall noch sowas wie Netrunner, so Living Card Games. Die kann man auch immer sehr gut zu zweit spielen. Die sind doch eigentlich von den Regeln her nicht so super kompliziert, aber man braucht eben auch viel Zeit, weil auch da muss man sich hinsetzen, Decks bauen und ja, dann wirklich auch jemanden haben, der das auch gut kann, gegen den man das dann spielen kann. Und das, also gerade Netrunner ist super gut, weil es ist total asymmetrisch. Es spielt dann so eine Cyberpunk-Zukunft, so, könnt ihr euch vorstellen wie über Blade Runner, nicht ganz wie über Blade Runner, aber so in etwa das Setting, wo einer halt so Hacker spielt und der andere spielt Konzerne und die Hacker müssen versuchen, sich bei den Konzernen auf die Server zu hacken und da irgendwelche Agendas runterzuholen und die Agenten, die Konzerne müssen halt ihre Agendas schützen und versuchen die zu scoren und da irgendwelche Firewalls aufzubauen und das ist wirklich extrem gut, aber man muss sich eben hinsetzen, halt auch viele Erweiterungspacks holen und dann wirklich die Hälfte des Spiels besteht darin, sich ein Deck zu bauen. Das führt mich zum nächsten Spiel, von dem ich auch schon oft geredet habe, Codex. Codex ist auch im Prinzip so ein Living Card Game, nur dass es nicht kein Living Card Game ist. Also es fühlt sich genauso an, auch so vom strategischen Aspekt her und den ganzen Aktionen, die man machen kann, dem Tiefgang, ist es auf jeden Fall auf dem Niveau. Aber man muss sich eben nicht noch mehr Zeug dazu kaufen, man bekommt einmal das fertige Spiel, hat da 6 verschiedene Fraktionen drin, die alle gegeneinander gebalanced sind und mit denen spielt man dann. Und dieses Deckbau macht man da halt auch ähnlich wie bei Dominion während des Spiels. Das heißt, von der einen Partie zur anderen Partie kann ich mit der gleichen Fraktion ganz andere Strategien ausprobieren. Es gibt immer so 3 verschiedene Tech-Bäume quasi drin und man kann sich nur für einen, maximal für 2 entscheiden und auch da muss man sich entscheiden. Erhole ich mir jetzt von einem ganz hohe Technologien, nehme ich lieber aus den Anfangsbereichen ganz möglich, also für möglichst viele billige Technologien, gehe ich vielleicht gar nicht so auf diese Einheiten, sondern gehe mir auf die Helden und setze da auf Zaubersprüche, gehe ich nur auf einen Helden, gehe ich auf mehrere Helden. Da gibt es also allein bei einer Farbe, wenn ihr halt weiß spielt, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt 10-mal die weiße Fraktion spielen, habt 10 verschiedene Strategien ausprobiert und die sich wirklich komplett anders anfühlen. Und dann könnt ihr noch eine andere Farbe ausprobieren, rot, blau, das sind mal so verschiedene Helden, verschiedene Klassen quasi. Und das ist eben auch richtig gut. Wird man natürlich auch besser drin, je häufiger man das gespielt hat, umso besser man seine Karten und Synergieeffekte kennt. Aber das ist auch echt ein Highlight. Nicht ganz billig, aber dafür bekommt man halt alles in einer Box. Und beim Living Card Spiel müsst ihr jetzt immer nachkaufen und nachkaufen und nachkaufen. Ihr braucht in der Regel 3 Grundspiele, mit denen ihr loslegen könnt. Von daher ist Codex gar nicht so teuer. Dann, wenn ihr so auf die wirklich normalen klassischen Eurogames steht, auf jeden Fall Aller Erde von Uwe Rosenberg. Auch da hat man wieder das Gefühl, er hat seine bisherigen Spiele noch weiter durchoptimiert. Und Aller Erde ist aber, finde ich, mit so vom Tiefgang her eines der krassesten, weil man muss teilweise schon so 4-5 Runden im Voraus seine Aktionen planen. Sprich, auch das muss man wieder erst 2-3 Mal gespielt haben, um so einen groben Plan zu haben. Und dann muss man wirklich genau planen. Okay, da baue ich irgendwie Wolle an und die Wolle mache ich dann zu Tuch und das Tuch werte ich dann in Kleider um und dann baue ich so einen Karren und dann fahre ich die Kleider mit dem Karren auf den Markt und verkaufe das da. Das dauert halt 4-5 Runden. Also das ist schon echt boah, super crazy, aber auch richtig gut. Und dann noch 2 Spiele eher aus dem Fantasy-Bereich und zwar zum einen Gloomhaven. Das war jetzt schon 2-mal auf Kickstarter. Das ist richtig gut abgegangen. Preis-Leistungsmäßig auch ein Knaller. Auch so ein Kampagnenbasiertes Mini-Legacy-Spiel, wo ihr eben auch so ein
Helden habt und der Held setzt sich aus so Karten, so ein Kartendeck zusammen. Jeder Held hat ein eigenständiges Kartendeck und das Kampfsystem ist das Interessante da drin, weil das ist so ein bisschen Handkartenmanagement. Man hat verschiedene Karten, die alle verschiedene Spezialeffekte haben und da muss man genau timen. Wann spielt man was? Wann geht man wogegen vor? Wie kombiniert man sich? Es gibt auch Karten mit einmaligen Effekten, die sind dann aber raus, wenn man die gespielt hat. Mit jedem Durchgang im Kampf wird die Kartenhand ein bisschen kleiner, da ist auch so ein kleiner Timer drin und die Charaktere entwickeln sich halt auch von Szenario zu Szenario und kriegen halt Erfahrungspunkte, leveln auf, haben so Lebensziele, gehen irgendwann in Rente und dann schaltet man eine ganz neue Charakterklasse frei. Das ist so ein bisschen der Legacy-Aspekt, sprich nimmt man so einen Charakterumschlag, wo dann noch eine neue Einheit, neue Fähigkeiten drin sind, ganz neue Karten. Sprich, das verändert sich auch wirklich so ein bisschen im Laufe des Spiels und man bleibt immer am Ball, auch wenn die Kämpfe zwar schon interessant gemacht sind, aber immer sehr ähnlich ablaufen. Dadurch, dass man halt im Laufe der Kampagne, die so aus 70, 80 Missionen besteht, immer wieder neue Charaktere bekommt, die sich immer wieder an das Spielen, hält das am Ball und wenn ihr euch das zulegt, damit seid ihr locker, wenn ihr es nicht wirklich Hardcore spielt, ein Jahr, zwei Jahre beschäftigt und eben auch ein super Partnerspiel, Teamspiel, wo man eben sich zu zweit hinsetzen kann, das runterspielen kann und das ist wirklich echt ein Knaller. Genau wie Too Many Bones, das finde ich auch richtig gut. Auch so ein Kickstarter-Spiel, leider auch nicht so richtig billig, aber das ist Dice Builder RPG. Da habt ihr eben auch so einen Helden und müsst euch auch durch so eine kleine Mini-Kampagne kämpfen. Die schafft ihr aber an einem Abend, je nachdem, wie lange das wird, innerhalb von 2, 3, 4, maximal 5 Stunden, würde ich sagen. Und das kann man auch super gut zu zweit spielen. Läuft dann auch sehr flüssig, weil alle immer involviert sind. Und das Schöne ist eben, man hat so einen Charakter, den man hat und den man so aufbaut im Laufe dieser Mini-Kampagne. Und der wird eben durch Würfel gesteuert. Also jeder Würfel, den man sich holt, ist eine andere Eigenschaft. Zum Beispiel so ein Jägercharakter, der kann sich halt so 3 verschiedene Würfel holen. Das sind dann so Pets, so Tiere, die er beschwören kann und mit denen er dann kämpfen kann. Oder er kann mir auf Fallen gehen, dass er so Fallenwürfel beschwören kann und irgendwie auf Multishot. Und das Coole ist, dass das auch jeder Würfel hat so eine ganz eigene Mechanik. Man muss auch mal gucken, wie passen die gut zusammen, was würde ich mir wann für welchen Skillpunkt holen. Und man kann sich nicht nur die Würfel für die Skillpunkte holen, man kann auch seine Eigenschaften verbessern. Mehr Angriffswürfe, dass man mehr Schaden machen kann. Mehr Leben, dass man mehr aushält. Mehr Geschicklichkeit, dass man insgesamt mehr Würfe werfen kann. Und immer muss man sich entscheiden, hole ich mir neue Spezialwürfe, hole ich mir neue Basiswürfe. Gerade die Geschicklichkeit braucht man irgendwann, die Lebenskraft muss man auch erhöhen. Das ist immer so, man muss gucken, was man da macht. Und das führt eben dazu, dass man im Laufe einer Kampagne auch nie alles machen kann. Sprich, mal entwickelt man sich mehr auf Fallen, mal mehr auf Tiere, mal mehr auf diesen Multishot. Und so ist auch von Partie zu Partie der gleiche Charakter, kann sich immer wieder ganz anders spielen. Und das ist wirklich, also ich stehe auch kurz davor, mir das zu kaufen. Wenn es nicht so teuer wäre, hätte ich schon lange. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen drauf sparen. Aber ich würde sagen, auch wenn es so teuer ist, das lohnt sich, das macht richtig Laune und ist eben auch so ein Spiel, dass man, also die Charaktere sind nicht einfach zu lernen, das ist schon wirklich ein bisschen komplizierter, da braucht man so 2, 3 Partien, bis man wirklich weiß, wie sich ein Charakter so richtig spielt, aber wirklich richtig gut. So, und das war es auch schon, ich hoffe, dass ich unter 40 Minuten geblieben bin. Die Schwergewichte für 2 Personen, also wirklich die krassen Dinger und bei manchen Spielen hier, meinetwegen Advanced Squad Leader oder auch Twilight Struggle, wenn ihr euch die Dinger holt oder Gloomhaven, dann seid ihr damit wirklich beschäftigt. Also das sind Spiele, die allein die wirklich zu lernen und zu meistern, dauert schon teilweise mehrere Partien. Andere Spiele wie Food Chain Magnet, die hat man nach einer Partie raus, aber dann das zu optimieren und wirklich so zu spielen, wie man das möchte, dass man wirklich sagt, wow, das war jetzt richtig gut, auch das dauert mehrere Partien. Also das ist das Schöne an diesen schwergewichtigen Spielen. Die sind in der Regel so, die brauchen Zeit, bis man da drin ist. Und die sind nicht gleich in der ersten Partie klar. Bei der Regelerklärung, je nachdem, wie man das erklärt bekommt, sitzt man oftmals mit einem Fragezeichen da und denkt sich, wow, okay, krass. Aber wenn man dann drin ist, dann kann man diese Spiele eigentlich fast in der Regel alle wirklich jahrelang spielen, hat da immer wieder Spaß dran, vorausgesetzt, man hat eben jemanden, mit dem man das spielen kann, der auf einem ähnlichen Niveau ist wie man selbst. Und das war der Hintergrund dieser Liste, also nichts für Leute, die jetzt nur so Casual-Spiele suchen, aber darum geht es ja auch in dieser Liste. Und ich hoffe, dass ihr fündig geworden seid, dass ihr vielleicht auch ein neues Spiel entdeckt habt und jetzt eben so das Ding, also gerade wenn ihr wirklich oft zu zweit spielt und eben auch was Größeres sucht, dass ihr da jetzt das Neues für euch gefunden habt. Lasst mir gerne einen Kommentar zu dem Video da. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, es war ein Patreon-Voting-Video. Wenn ihr also mit abstimmen wollt, was im nächsten Monat hier an dieser Stelle für ein Video erscheinen wird, dann guckt einfach unten in die Beschreibung. Da findet ihr den Link zu Patreon. Da könnt ihr dann diesen Kanal supporten. Damit sorgt ihr eben auch dafür, dass ich mir die Zeit nehmen kann, diese ganzen Videos machen zu können. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und sage bis bald und tschüss.